Bilder von Montagvormittag. Demonstranten blockieren wichtige Straßenkreuzungen. Bus- und Bahnlinien sind ausgefallen. Israels größter Flughafen und der Hafen von Haifa wurden ebenfalls vorübergehend bestreikt. Mit einem Generalstreik haben die Proteste in Israel ein neues Level erreicht. Und die Unterstützung bleibt groß. I support this strike because we really all of the people in Israel want our friends and brothers to come back from Gaza and be free. We can't stand aside, and that's why we came into a strike. They talk about strike, but there is a balagan. No one is know what is working or not working. Das Arbeitsgericht in Tel Aviv ordnete jedoch ein Ende des Streiks um 13.30 Uhr Ortszeit an. Die Gewerkschaft Histadrut, die den Protest organisiert hatte, beugte sich dem Urteil. Bereits am Sonntag hatten sich mehr als eine halbe Million Menschen auf den Straßen Jerusalems und Tel Avivs versammelt. Ihr Ziel ist es, den Druck auf Regierungschef Netanyahu zu erhöhen, damit er einen Deal zur sofortigen Freilassung der verbleibenden 101 Geiseln vereinbart. We are here to protest against the Israeli government that is making wrong decisions. This country was built on some core values. One of them is strictly that the government of Israel will do everything in its power to bring back hostages and soldiers from captivity wherever they are. Bei den Protesten kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten. Auslöser war die Bergung von 6 ermordeten israelischen Geiseln in Gaza gewesen, die international für Wut und Trauer gesorgt hatte. Am Sonntag wurde das erste der 6 Opfer öffentlich beerdigt. Die US-Regierung versucht seit Monaten, einen Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel zu vermitteln. Bei den Massenprotesten hoffen immer mehr Israelis auf Präsident Biden und nicht auf den eigenen Regierungschef Netanyahu.